Einen wunderschönen Nachmittag. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind bei der Bestmesse Wien hier im Vortragssaal 3. Einen schönen Nachmittag auch an Sie zu Hause, wenn Sie vielleicht gemütlich beim Kaffee hier uns jetzt verfolgen, beziehungsweise der Chiara Reit Ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie sind Diplom-Ingenieurin, sind vom Lehrstuhl für Industrie, Logistik und vor allem von der Montanuniversität Leoben zu Gast. Nicht jeder ist so geografisch fit. Leoben ist in der Steiermark. Wir haben die TU Wien davor gehabt. Und zwei Slots davor die TU Graz. Also das heißt, wir sind wieder in der Steiermark gelandet. Und liebe Chiara Reit, Sie werden uns jetzt Ihren Bereich vorstellen. Wir werden die Ohren spitzen und ganz bei Ihnen sein. Bitte schön. Dankeschön und Dankeschön für die Einladung. Auch von meiner Seite einen herzlichen schönen Nachmittag. Wie gesagt, Chiara Reit, für die nächste halbe Stunde bin ich bitte die Chiara. Ich habe selbst auf der Montanuni Industrielogistik studiert, Bachelor sowie auch das Masterstudium und bin mittlerweile seit knapp über 2 Jahren Dissertantin am Lehrstuhl für Industrielogistik und darf euch in der nächsten halben Stunde unseren Bereich ein bisschen näher bringen und vor allem auch, was die Smart Supply Chain in der Zukunft ausmachen wird. Dazu starte ich am besten mit dem Begriff Supply Chain. Die Supply Chain oder auch die Lieferkette ist ja in letzter Zeit in aller Munde. Im letzten Jahr haben wir sehr viele Berichterstattungen gehört darüber, oft einmal verbunden mit Krisen oder auch mit Problematiken und Versorgungsunsicherheiten. Hinter jedem Produkt, das wir im Supermarkt oder auch im Mediamarkt oder in etwaigen anderen Läden finden im Handel, steckt eine ziemlich komplexe Supply Chain. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar gehen wir mal davon aus, wir haben bei uns in Europa ein Unternehmen, das E-Scooter herstellt, die zusammenbaut und die haben weitere kleine Niederlassungen in unterschiedlichen Staaten. Dieses Unternehmen braucht natürlich wieder, um diesen E-Scooter fertigen zu können, auch Lieferanten, die Module und Bauteile zur Verfügung stehen. Diese Lieferanten können jetzt einerseits in Nordamerika sitzen, so wie in unserem Beispiel hier, die dann wieder weitere einzelne Elemente für ihr Modul zugeliefert bekommen. Weiters könnte aber auch ein Subfertiger in Südamerika sitzen, der wiederum für zum Beispiel die Herstellung der Batterien einzelne Rohstoffe aus den umliegenden Staaten bezieht. Das heißt, wenn man sich das immer weiter vorstellt, wächst unsere Supply Chain. Absatzmarkt ist jetzt in meinem Beispiel der asiatische Markt und viele weitere Bereiche in den Osten. Auf diese Supply Chain wirken jetzt einige Herausforderungen, die die moderne Gesellschaft mit sich bringt. Wir haben zum Beispiel die Herausforderung, dass wir als Kunden immer schneller unser Produkt zur Verfügung gestellt haben möchten. Also sprich, die Lieferketten sollten so kurz wie möglich sein. Jetzt zeitbedingt kurz wie möglich. Wir haben einen viel höheren Kundenwunsch. Ich bringe da ganz gern bei so Vorträgen normalerweise das Beispiel, wer sich erinnert, Henry Ford, da gibt es Erzählungen, Geschichten darüber, Einführung der Massenproduktion. Damals sagte Ford, you can have a car painted any color you want, as long as it's black. Also sprich, nur schwarze Autos am Markt. Das, um eben das Bedürfnis nach einem Automobil decken zu können. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Nähte bei den Sitzen bis 2 Wochen vor Ausliefertermin noch verändern können. Also dieser Kundenwunsch nach Individualität und nach Anpassung, der ist immer weiter gestiegen. Und der fordert auch von einer Supply Chain sehr viel Flexibilität, sehr viel Einblick und sehr viel, sage ich jetzt einmal, Reaktion. Was noch weiters herrscht, wir haben mit den UN-SDGs, also unseren Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeit sehr im Blick. Das heißt, unsere Supply Chain soll auch im Transport zum Beispiel nachhaltiger werden. Ich habe das erst heute wieder gemerkt, ich habe im Supermarkt eine Avocado gekauft und habe mir gedacht, die Supply Chain dahinter, was die CO2 eigentlich verbraucht oder ausstößt, muss man besser sagen. Das sind alles Trends, die auf unsere Supply Chain wirken und die auch die Lieferkette immer schwieriger zu handhaben machen. Und wenn wir jetzt von so einer komplexen Supply Chain ausgehen, dann ist die auch sehr anfällig. Also die kann für Änderungen, für unvorhergesehene Krisen sehr anfällig werden. Wir haben es gesehen, Chip-Krise, wir haben den Suezkanal gehabt. Das ist alles unvorhergesehen und hat einen sehr hohen Einfluss. Und ich möchte jetzt einen kurzen Einblick geben. Ich bringe den Begriff des Bullwhip-Effekts mit. Das ist ein sehr bekannter Effekt aus der Logistik
vor allem auch im Zusammenhang mit Supply Chains. Was ist dieser Bullwhip-Effekt? Gehen wir davon aus, auf unserem asiatischen Markt haben wir immer mehr Käufer für E-Scooter. Das heißt, wir haben eine kurzfristige Erhöhung unserer Nachfrage. Wir als Unternehmen denken dann sofort, Wahnsinn, wir werden jetzt so viel mehr noch absetzen, wir werden in Zukunft einen riesen Markt haben und produzieren einfach einmal ein bisschen mehr. Das heißt, wir füllen unsere Versandleger mit noch mehr E-Scootern an. Was passiert in Folge? In Folge werden auch unsere Lieferanten immer mehr Produkte auf Lager legen, immer mehr Artikel für den Versand bereit machen, dass sie einfach unserer Nachfrage dienen können. Das heißt, das schaukelt sich, je länger die Supply Chain ist, desto mehr schaukelt sich das Ganze auf. Und wenn man sich das jetzt mit einer Grafikkurve schön anschaut, die habe ich euch auch mitgebracht, dann sieht man schön im Bereich des Kunden diese kleine Auswirkung, diese kleine Veränderung in der Nachfrage hat im Lager zum Ende hin bei unserem Sublieferanten eine irrsinnige Auswirkung. Also das steigt irrsinnig an und kann auch sehr viele Probleme jetzt nach sich ziehen. Das heißt, was sind unsere Auswirkungen, wie schon gesagt? Wir haben überfüllte Lager. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mal ein Produkt produziert haben, war das sehr kostenintensiv im Normalfall. Wenn wir das jetzt auf Lager legen, kostet uns das im Lager noch einmal was. Also wir haben überfüllte Lager, die uns Kapital und Vermögen binden im Endeffekt. Das heißt, wir haben weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, um neue Bestellungen erfüllen zu können, um neue Nachfragen erfüllen zu können. Und deshalb kann es dann eben zu Umsatzeinbußen kommen. Wir haben dann fehlende Kundenaufträge, weil wir einen schlechten Kundenservice haben. Das geht so weit, dass einzelne Unternehmen aufgrund von sowas einfach zusperren müssen und wir im Endeffekt mehr Arbeitslose haben. Also ich sage mal, das ist jetzt vielleicht das Worst-Case-Szenario, aber es hat einen sehr großen, also eine sehr große Auswirkung. Und mit all diesen Herausforderungen, Komplexitäten, wird jetzt die Digitalisierung immer wichtiger. Und wir beschäftigen uns aktuell auch sehr stark damit, wie kann Digitalisierung als Erfolgsfaktor dienen? Wie könnte man jetzt zum Beispiel so eine Supply Chain, die sehr stark vernetzt ist, global gesehen, die sehr fragmentiert ist, transparenter machen? Wie kann man die effizienter machen? Also wir sprechen immer von Effizienz bei uns. Und über die Jahre hat man gesehen, mit den ganzen industriellen Revolutionen, also sprich, angefangen von der ersten, wir haben mechanische Anlagen, dann habe ich schon angesprochen, die Massenproduktion in der zweiten industriellen Revolution. Bereits seit den 70er Jahren arbeiten wir sehr stark mit Automatisierung. Vor allem in der Automobilindustrie ist man da immer am neuesten und am aktuellsten Stand, also die sind da wirklich Vorreiter. Wo wir uns aber jetzt bewegen, ist Industrie 4.0. Industrie 4.0 und Digitalisierung, die einfach die Basis dafür bilden, dass wir in Zukunft viel vernetzter und verstärkt gemeinsam arbeiten können. Und in der Forschung, vor allem wenn man sich, ich sage den Begriff jetzt ganz gern, wen es interessiert, bitte einfach mal googeln, den Gartner Hype Cycle. Da seht ihr, welche Technologien derzeit wirklich am Peak sind, was bewegt unsere Wirtschaft, was bewegt die Industrie. Und vier große werden da eben genannt. Das ist jetzt einerseits die Robotik und Automatisierung, das ist Artificial Intelligence und Big Data Analytics. Ich habe es bei den Vorträgen vorher ganz kurz schon gehört, das ist heute schon öfters gefallen und es sind nicht nur Buzzwords, auch wenn es jeder immer glaubt, man braucht es wirklich und es ist die Zukunft. Was habe ich dann noch mitgebracht? Ich habe dann noch die IoT-Konzepte mitgebracht und die Blockchain-Technologie. Das sind heute diese vier großen, die immer wieder benannt werden, wenn wir uns im Bereich Digitalisierung bewegen. Genau. Und ich würde euch das gern ein bisschen näher bringen. Und zwar begonnen hätte ich gern mit der Robotik. An dem Punkt muss ich leider sagen, ich hätte ein hübsches Video mitgehabt. Also dieser Roboter, der da abgebildet ist, der sollte eigentlich durch ein Lager fahren. Das wird so ausschauen, dass der die einzelnen Pakete wirklich anhebt, automatisiert von selbst, also ohne einen Mitarbeiter, durch das Lager fährt und am dafür vorgesehenen Punkt, in dem Fall, wenn ihr euch anschaut auf dem Video, wäre das dann eine Palette. Dort würde er dann das Paket wieder ablegen. Das ist jetzt so ein Einsatzbereich für Robotik, ich sage jetzt mal im Lager. Wer vielleicht schon einmal HTL, Unternehmensexkursionen oder generell wer schon einmal im Betrieb unterwegs war, der
kann auch sehen, dass teilweise fahrerlose Transportsysteme eingesetzt werden. Das ist genauso ein Bereich der Robotik bzw. der Automatisierungstechnik, wo wir sagen, wir brauchen keinen Mitarbeiter mehr, der mit der Ameise zwischen unseren Anlagen herumfährt, sondern wir können das durch ein fahrerloses Transportsystem automatisiert gestalten und so unseren, sage jetzt einmal, Materialfluss, den Güterfluss einfach automatisieren und ein bisschen effizienter auch gestalten. Was nicht immer ganz gut ankommt, aber Menschen machen Fehler, Menschen werden müde. Das ist so, das ist natürlich. Der Roboter wird nicht müde. Der Roboter behält im Normalfall die gleiche Geschwindigkeit bei. Das heißt, es wird sich, ich glaube, der vorige Vortrag ist ja wirklich um die Jobaussichten in der Digitalisierung gegangen. Es wird sich verschieben. Man braucht vielleicht nicht mehr den Lagermitarbeiter, der schwer die Pakete durch die Gegend heben muss. Ist ja für ihn auch besser, wenn er das nicht mehr muss, ehrlich gesagt, ergonomisch gesehen. Sondern man braucht denjenigen, der den Roboter warten kann. Also es wird der Job sich einfach verschieben um eine gewisse Ebene und einen Bereich. Aber das schweift jetzt gerade ein bisschen ab, leider. Ich würde es nur an dem Punkt anbringen. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir alle obsolet werden. Wir werden genau uns darum kümmern, so wie das der Logistiker macht bei uns. Wie kann man zum Beispiel den Materialfluss neu gestalten mit dem Einsatz von Robotik und mit Automatisierungstechnik? So, genau. Dann, wie gesagt, das ist jetzt einmal die unterste Ebene, wo wir sagen, wir befinden uns dort am Shopfloor und schauen uns direkt die Bewegungen im Lager, in der Produktion an. Wenn wir den weiteren Bereich gehen, und zwar ist das Artificial Intelligence, dann haben wir die Möglichkeit, das nehme ich ganz gern als Beispiel her, im Transport. Und zwar, wir haben dort die Möglichkeit, dass wir durch die Sammlung von Daten und auch die Auswertung von unseren Daten, wie gesagt, Big Data Analytics ist heute des Öfteren schon gefallen, würde genau in dem Bereich Anwendung finden. Wir sehen auf der Karte, das hätte sich sonst normalerweise so ein bisschen herumbewegt, aber man sieht es trotzdem ganz gut. Wir sehen auf der Karte die Handelsrouten der Welt. Also sprich, das ist der Schiffsverkehr von 2016, muss ich leider zugeben. Aber man sieht, bereits 2016 haben wir ein sehr hohes Netz gehabt an Schiffsverkehr. Und dieser zunehmende Schiffsverkehr ist jetzt einerseits, ja, es ist schön und gut, es zeugt von einer global vernetzten Welt und Wirtschaft, aber es macht das Leben auch nicht einfacher, wenn sehr viel Verkehr herrscht auf den Weltmeeren. Sprich, die Routenplanung wird immer intensiver, die wird schwieriger. Und die Routenplanung wird in dem Sinn halt auch digitalisiert, dass man sagt, wir haben Daten über Wetterbewegungen, wir haben Daten über andere Schiffe, wie sie sich bewegen. Also wir können den Verkehr am Meer einschätzen, wir können das Wetter einschätzen durch Big Data Analytics und können daher unsere Routen dementsprechend planen. Wenn wir jetzt sehen, da kommt ein Sturm auf uns zu, in dem Bereich irgendwo da, sage ich jetzt einmal, sagen wir jetzt beim Indischen Ozean, dann kann ich das vorhersehen. Dann kann ich meine Route dementsprechend planen und sagen, ich fahre da besser ein Stück weit herum, beziehungsweise weiche meiner Route ab, um nicht in diesen Sturm hineinzugeraten. Das ist jetzt eine Variante. Ich kann aber auch sagen, wie gesagt, wir haben nach wie vor auf den Weltmeeren die Problematik der Piraterie. Das heißt, wir können solche Zonen, die vielleicht bereits bekannt sind, als eher frequentiert für Piraten, umfahren. Also unsere Grenzen sind da schier grenzenlos und genau aus dem Grund ist einerseits die Planung schwieriger geworden, braucht es auch die Unterstützung von Artificial Intelligence und von Big Data Analytics, um genau das zu handhaben und zu managen. Was da noch hinzukommt, ich kann auch meine Route basierend auf diesen Daten so planen, dass sie möglichst kurz ist und dass sie möglichst nachhaltig ist. Dass ich vielleicht gegebene Strömungen besser ausnutzen kann, um CO2 einzusparen. Also diese Möglichkeiten sind mir gegeben. Und das wird auch sicher in Zukunft die Supply Chain maßgeblich beeinflussen. Dann, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, Blockchain ist ja auch immer wieder so ein Buzzword, vor allem in der Digitalisierung. Ich habe mir da einen Anwendungsfall rausgesucht, wo wir sagen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir auch davon, wo kommt unser Produkt her? Unter welchen Bedingungen wurde es gefertigt? Wann ist es gefertigt worden?
sind einmal so die grundlegenden Fragen, denkt man sich mittlerweile, oder? Also ich würde hin und wieder vielleicht schon ganz gern wissen, wo kommt eigentlich das Lithium her, das in der Batterie drinnen ist? Und mit Hilfe der Blockchain-Technologie haben wir eben die Möglichkeit, über die gesamte Supply Chain diese Fragen beantworten zu können. Wir können von einzelnen Mitarbeitern, also wir sagen dann von Partnern und von Akteuren innerhalb unserer Supply Chain Daten erheben. Also wir können erheben, wann wurde unser Artikel ins Flugzeug gepackt, wann wurde er dort ausgepackt, wer hat den ausgepackt, könnte man meistens noch erheben, dann wo ist es transportiert worden hin, wer war der Spediteur, wo ist es zusammengebaut worden, wie lange wurde es zwischengelagert, welche Stelle hat die Zertifizierung abgenommen. Alle Fragen, die dahinter stecken, können wir gesammelt in dieser Blockchain speichern und quasi als einzig wahre Quelle verwenden, wenn wir diese Fragen beantworten möchten. Was auch noch weiter möglich ist, und da sprechen wir von Smart Contracts zum Beispiel, dass wir mit Hilfe dieser Technologie automatisiert Rechnungen erstellen können. Also wir wissen, wer der Partner ist, wir wissen, wer der Spediteur war. Wir können dann zum Beispiel für jedes einzelne Gut, das transportiert worden ist oder das gefertigt wurde, das zertifiziert wurde, automatisiert Rechnung erstellen lassen. Papierloser Transfer und direkt auf das Produkt, auf die Leistung bezogen. Also sprich wieder eine weitere Errungenschaft, die uns in Zukunft die Supply Chain erstens transparenter machen wird und die uns auch weitere Möglichkeiten bringen wird für Zusammenarbeit. Das Ganze lässt sich dann sehr schön abrunden mit dem Internet of Things, also IoT oder IoT-Plattformen. Und ich hätte ein schönes, hübsches Beispiel mitgebracht gehabt über Drohneninspektion. Es hätte richtig cool ausgeschaut, sehr schade. Bitte googeln, auf YouTube findet man das. Das ist ein schöner Anwendungsfall. Ich erzähle das trotzdem ganz gern kurz da. Und zwar, auf dem Video hätte man jetzt sehen sollen, eine Drohne, die ausgestattet ist mit einer Kamera. Diese Drohne inspiziert Windräder und vor allem auch die Flügel dieser Windräder. Das heißt, sie inspiziert sie, macht pro Sekunde mehrere hundert Fotos von dieser Windturbine, von diesem Windrad und kann somit ein vollständiges Bild zeichnen. Sei es jetzt, dass diese Drohne auf einem Bild einen kleinen Riss erkennt im Flügel zum Beispiel, dann wird das ausgewertet, automatisiert von unserer Software durch Artificial Intelligence Anwendungen und Algorithmen, vor allem entwickelt für die Bilderkennung, dass eben dort ein Riss aufgetreten ist. Dieser Riss kann ausgewiesen werden, wird in unserem System, in unserer Software ersichtlich und steht dadurch, dass wir eine IoT-Plattform anwenden, direkt als Information unserem Instandhalter zur Verfügung. Das heißt, während die Drohne noch ein Windrad scannt, kann der Mitarbeiter bereits die Instandhaltung organisieren, kann alle weiteren Schritte in die Wege leiten, bis dann die Drohne das zweite Windrad inspizieren kann. Also sprich, diese Informationsweitergabe und zentrale Zurverfügungstellung erspart uns erstens Zeit. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir haben die Drohne eingesetzt, wir haben weniger Risiko für unseren Mitarbeiter, wenn wir das manuell machen müssten. Und wir haben eine gewisse Sicherheit, weil wir das immer wieder in kontinuierlichen Zyklen machen können, anstatt vielleicht nur einmal alle paar Monate. Also finde ich auch ein sehr schönes Beispiel. Und wie gesagt, das vereint so ein bisschen diese Technologien, die ich im Vorhinein schon genannt habe. Okay. So. Also, ich habe euch da jetzt diese Beispiele mitgebracht. War sogar ein Spürchen schneller, als was ich erwartet hätte. Aber die Zeit können wir ja gerne noch für Fragen im Anschluss nutzen. Und zwar, vielleicht kann man das noch einmal zusammenfassen. Wenn wir von der Supply Chain der Vergangenheit ausgehen, wie hat sie sich entwickelt? Wir haben unsere neuen Konzepte, wir haben den Drohneneinsatz, wir haben Robotik, wir haben zentrale Plattformen, die uns Informationen zur Verfügung stellen, Elektromobilität, wir haben smarte Fördermittel, wir haben den Aspekt der Nachhaltigkeit darin und all das wirkt sich auf unsere Supply Chain aus, verändert sie und macht sie dann hoffentlich in Zukunft zur Smart Supply Chain.
mit dem, wie gesagt, wäre ich am Ende. Da darf ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen im Eigeninteresse. Und zwar, wenn es noch weitere Fragen gibt, am Lehrstuhl Industrielogistik beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Das ist unser Team. Der Professor Zivkovic wäre heute gern da gewesen, war leider verhindert, deshalb habt ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne melden. Bitte einfach eine E-Mail schreiben. Wir sind gern bereit für Gespräche. Wenn es möglich ist, könnt ihr auch gern vorbeikommen bei uns in Leoben. Wir sind immer sehr gastfreundlich. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr studiert jetzt alle Industrielogistik. Vielen Dank, liebe Chiara Reit. Sind Sie jetzt selber noch am Stand der Montanuniversität zu finden? Ja, selbst bin ich noch dort. Also wunderbar. Also mein Vertrag geht noch 2 Jahre. Wenn Sie möchten, also gleich das direkte Gespräch suchen. Danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. Danke. Danke.